Ja, hallo, hier ist SuperNS34 und ich starte gerade ein kleines Let's Play. Es ist Gothic 2, eine kleine Modifikation. Ein Fun-Mod. Wie man vielleicht erkennt, ganz oben betrete meine sinnlose Welt und ich lache mich tot. Also es ist ein Fun-Mod, ich habe gelesen, er dauert nur sehr kurz, es ist ein Mini-Let's Play. Mir war gerade einfach langweilig und deswegen mache ich das auch gerade blind. Ich habe es noch gar nicht angetestet. Jetzt hoffen wir mal, dass es überhaupt funktioniert, aber ich denke mal schon. Ja, funktioniert. Okay, dann wollen wir mal. Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Ah, mein Schädel brummt. Die Teleportation hat wohl so lange gedauert, dass ich eingeschlafen bin und mich an nichts mehr erinnern kann. Aber was ist denn hier eigentlich los? Wer macht sich schon die Mühe und hängt dort oben eine Disco-Kugel auf? Wie willst du hier bloß wieder rauskommen? Okay, ja, Fun-Mod. Eine Disco-Kugel. Willkommen in unserer Welt. Gehen hier ab. Hier ist eine kleine Hütte. Warte mal, schauen wir mal hier. Ich bin nach einer sehr langen Tradition in einem Teil gelandet. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich hierher kam. Am besten schaue ich mich hier erstmal um. Okay, gut. Wir beobachten dich. Oh, voll die geile Disco-Kugel hier. Willkommen in unserer Welt. Ja. Ich ahne schon, dass ich mich noch eine Zeit lang nerven, wenn ich das immer kann. Oh, mal wieder ein neuer. Ich bin Johannes. Und wie bist du hierher gekommen? Ich habe echt keine Ahnung. Während der Teleportation bin ich irgendwie eingeschlafen und kann mich nun an nichts mehr erinnern. Wie bist du denn hier gelandet? Das ist es ja. Ich konnte mich auch an nichts mehr erinnern, nachdem ich hierher teleportiert wurde. Ich hoffte, dass du es wüsstest. Mhm. Gibt's denn hier sonst noch andere? Nun ja, in dem Tempel da drüben lebt der Döner Innos. Was? Ein Döner? Das macht doch bei mir zu Hause der Türke von nebenan. Ja, aber da will eben so angesprochen werden. Wahrscheinlich, weil die Lieblingsspeise von Innos Döner war. Und mit diesem Namen will er ihm gleichzeitig dienen. Ach so, na dann ist ja alles klar. Okay, Innos ist jetzt ein Gott aus dem echten Spiel. Hier wird er als Döner bezeichnet. Das klingt ja mal irgendwie geil. Hörst du auch diese Stimmen? Was? Welche Stimmen? Na, diese seltsamen Stimmen. Sie klingen, als würden sie aus dem tiefsten, dunkelsten, grausamsten. Ja, was denn? Na, Stimmen eben, wie aus dem Jenseits. Ach, die meinst du? Ja, die hör ich auch. Ich nehme mal an, dass es irgendwelche Geister sind, die keine Ruhe gefunden haben. Oh, das hört sich ja schlimm an. Ist es aber nicht. Ich finde es ganz unterhaltsam. Okay. Wieso hängt dort oben eigentlich eine Disco-Kugel? Das war auch so eine Schnapsidee vom Döner Innos. Er ist nämlich wirklich ein leidenschaftlicher Tänzer. Und einmal im Monat verlässt er den Tempel und tanzt davor. Oh, und das findest du wohl geil? Quatsch, für was hältst du mich denn? Ach, ist schon gut. Ich hatte nur so einen Verdacht. Was machst du hier? Ich handle, das siehst du doch. Ah ja, und mit wem? Ich denke, in diesem Teil gibt's sonst keine anderen. Ich weiß, aber ich hab doch sonst nichts zu tun. Deshalb stehe ich hier sinnlos den ganzen Tag rum. Außerdem zimme ich hier neben diesem Stand meine drei Riesenmeerschweine. Na dann noch viel Spaß dabei. Ich möchte wieder von hier weg. Kannst du mir dabei helfen? Ich könnte dir schon helfen. Echt? Na wieso bist du dann noch hier? Ich brauch doch hier eh keiner. Ja, danke. Also mir gefällt es hier relativ gut. Ich habe hier meine Ruhe, meine Meerschweinchen, eine kleine niedliche Hütte, einen Marktstand. Ja, ich merke schon, dass es dir hier also gefällt. Also, wie komme ich jetzt nach Hause? Nun gut, ich sage es dir. Aber erst möchte ich, dass du mir hilfst. Und zwar müssen meine Meerschweine mal wieder ach scheiß drauf, melk sie einfach. Aber zuvor musst du die Flaschen zu bespritzen, denn die Milch schießt ja aus den Ohren rausfinden. Na gut, wo die Flaschen sind, sagst du mir sicherlich nicht, oder? Richtig. Du sollst ja auch etwas für deinen Wunsch tun. Außerdem habe ich es gerade vergessen. Hier hast du dein... Also ich habe drei Meerschweine. Also erwarte ich auch, dass du mir drei Flaschen Milch... Na gut, ich dachte, dich kann man schon noch... Ach übrig, denn ich habe mal Innos einen Bluttropfen von mir geopfert, indem ich mir eine Nadel in den Daumen piekste. Daraufhin versprach er, meine Meerschweine zu beschützen und unsterblich zu machen. Also versuche nicht, sie zu töten. Mist, genau das hatte ich eigentlich vor. Hat es dich also auch erwischt? Okay, gehen wir mal in den Tempel dort und besuchen den Döner. Innos. Wie willst du hier bloß wieder rauskommen? Patrick!
Okay, hier komme ich gerade irgendwie nicht hoch. Wie siehst du denn aus? Wow, das sind ja echt große Stufen. Ich muss ja fast Klimmzüge an den Kanten machen, um denn aus? Hoch zu gelangen. Willkommen in unserer Welt. Jetzt komme ich nicht mal in den Tempeleingang rein. Boah, gemein. Okay, gut. Dann suchen wir mal irgendwie diese Milchflaschen. Cool, Erz. Das kenne ich eigentlich nur aus Gothic, meinem Lieblingscomputerspiel. Ah, ein neuer. Willst du mit uns spielen? Wie siehst du denn aus? Also gut, allmählich verliert das doch an Witz und ich bin genervt von diesen Stimmen. Wir beobachten dich. Aber wo finden wir jetzt diese verdammten Flaschen? Wie siehst du denn aus? Ohne den richtigen Schlüssel kriegst du also auch erwischt. Willkommen in unserer Welt. Oh komm schon, es wird doch wohl nicht jetzt nicht so schwer sein in diesem kleinen Tal. Ah, ein neuer. Willst du mit uns spielen? Milk Bottle, so heißt er auf Englisch. Nee, also ich glaube, ich suche ein bisschen zu kompliziert. Ich meine, dieser Mod soll ja nicht sehr lange dauern. Hat es dich also auch erwischt? Relativ leicht sein. Aber irgendwie stelle ich mich anscheinend gerade ein bisschen dumm an. Kann der mir mal helfen? Hey, du! Kannst du mir sagen, für wen die Treppen erbaut wurden? Die Stufen sind da ziemlich groß. Ja, das sind sie wirklich. Ich schätze mal, dass sie für die Tempelwächter erbaut wurden. Dort, wo ich herkomme, ging jedoch mal das Gerücht herum, dass Innos grob geschätzt 2,54736,14 Meter groß war. Wie gesagt, das wurde nur grob geschätzt. Verstehe. Ja, yes. Na gut. Willkommen in unserer Welt. Willkommen in unserer Welt. Ah, ein neuer. Willst du mit uns spielen? Nein, ich will nicht mit euch spielen. Wie willst du hier bloß wieder rauskommen? Wie willst du hier bloß wieder rauskommen? Das klingt leicht begift. Na toll, jetzt komme ich nicht mal in den Tempeleingang rein. Okay, meine Stoppuhr sagt gerade, wir haben schon den ersten Part beendet. Das sind schon wieder fast 10 Minuten gewesen, glaube ich. Und ich habe... Wie willst du hier bloß wieder rauskommen? Irgendwie angefangen. Na, sehen wir uns im nächsten Part. Dann bis gleich.